So, meine Lieben, jetzt werden wir uns zusammen, also den Bericht von Spiegel, von der Spiegel anschauen, von Spiegel TV, um genau zu sein. Denn jetzt hat auch endlich ein Massenmedium den Fall nochmal neu aufgegriffen. Denn so wie es aussieht, hat Gil Ofarin eine Falschaussage getätigt und das werden wir uns jetzt zusammen anschauen. Denn es gibt neue Erkenntnisse im Fall Gil Ofarin und da schauen wir doch mal kurz rein. Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr W., packen Sie Ihren Stern ein. So, daran erinnert ihr euch ja noch alle, das war quasi, als das damals bei Instagram viral ging, als Gil Ofarim dieses Video gepostet hatte, als er vor dem Hotel in Leipzig saß und er den Menschen da draußen gesagt hat, dass er antisemitisch behandelt worden ist und dass man ihn aufgrund dessen nicht einchecken lassen wollte, weil er einen David Stern um den Hals trägt. So war damals die Geschichte. Jetzt mittlerweile gibt es die Kameraaufnahmen und wir schauen mal genau hin, ob das denn tatsächlich der Wahrheit entspricht. Ich bin Peter Maxwell, Spiegel-Korrespondent in Leipzig und ich habe gemeinsam mit Kollegen monatelang zum Fall Gil Ofarim recherchiert. Und wenn man diese Puzzleteile sozusagen zusammenlegt zu einem Mosaik, dann ergibt sich eigentlich ziemlich klar das Bild, dass die Version, die Ofarim selbst verbreitet hat, so nicht stimmen kann. Anfang Oktober veröffentlichte der Schauspieler und Musiker Gil Ofarim ein Video auf Instagram. Einen schönen guten Abend zusammen. Ich bin da sprachlos. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Auf dem Gehsteig vor dem Hotel West Inn in Leipzig schildert er, wie er versucht habe, dort einzuchecken. Wegen technischer Probleme am Schalter habe sich eine Schlange gebildet. Das kann passieren, alles gut. Kann passieren. Also, das kennt ihr ja noch, ne, das haben wir eben angesprochen. Er saß dann da, hat sein Handy rausgeholt und hat dann quasi schnell diese Story gemacht und hat dann den Leuten gesagt, liebe Fans, ich bin in das Hotel nicht reingekommen, weil man mich dort judenfeindlich angegangen ist und aufgrund dessen bin ich auch schnell wieder raus, weil ich mir sowas logischerweise nicht gefallen lasse. So, um das mal ganz kurz unterzubrechen. Dann aber seien Menschen, die hinter ihm in der Schlange standen, von einem Hotelangestellten vorgelassen worden. Es sei zum Streit gekommen. Ofarim wirft dem Hotelmitarbeiter Markus W. Antisemitismus vor. W. habe Ofarim aufgefordert, seine Kette mit Davidstern zu verstecken, bevor er einchecken dürfe. Wirklich? Also, bis hierhin die Story. Ne? Ich sag noch nichts dazu. Ich werde gleich was dazu sagen, ja? Deutschland 2021. Der Spiegel konnte Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft und einer Wirtschaftskanzlei einsehen. Die Kanzlei war vom Hotel mit der Untersuchung des Vorfalls beauftragt worden. So, und das will ich auch nochmal ganz kurz sagen, wir erinnern uns, die Story war damals direkt viral gegangen und einige Stunden später standen diese ganzen Menschen vor dem Hotel. Erstmal sollte man sich mal fragen, wo diese ganzen Flaggen eigentlich herkommen, mit, also die Tücher oder wie man die nennt, wo das immer alles direkt schon drauf ist, ja. Das muss man sich auch mal die Frage stellen, wo das alles immer sofort herkommt, aber das ist die andere Sache. Sofort sind die Menschen aufgestanden und haben Solidarität gezeigt und haben sich quasi vor diesem Hotel zusammengefunden und haben gegen Antisemitismus demonstriert. Was übrigens sehr gut ist, ja, wenn man solidarisch ist, sich direkt dahin stellt und für einen Menschen dort zusammen quasi einsteht. Das finde ich übrigens sehr gut. Aber weiter geht's. Zudem konnten wir die Aufnahmen der Überwachungsvideos und zwei videoforensische Gutachten auswerten. Man kann auf den Überwachungsvideos ja ziemlich deutlich sehen, wie viele Leute in der Lobby stehen und wie eng es auch ist. Das heißt, es gibt sehr viele Zeugen, viele Leute, die einerseits diesen Ruf dieser antisemitischen Beleidigung gehört haben müssten, aber auch viele Leute, die diesen Stern gesehen haben könnten. Von den mehr als 30 Leuten, die insgesamt befragt wurden, erinnert sich nur ein einziger daran, dass Ofarim diese David-Sternkette sichtbar auch schon im Hotel getragen haben soll. Hinzu kommt, dass die Gutachter, also diese Videoforensiker, die das ausgewertet haben, da, ganz kurz, jetzt ist der Musiker gerade dabei, der gute Ofarim ist jetzt dabei, sein Gepäck aus dem Kofferraum zu holen, bevor er in dieses Hotel geht. Schaut jetzt mal, er hat die Kette nicht an. Guckt, man sieht es ganz eindeutig, dass er die Kette nicht anhat. Aber
Gleich folgen noch einige Bilder, die das noch besser zeigen. Und zu dem eindeutigen Ergebnis kommen, dass er die Kette im Hotel eben nicht sichtbar getragen haben soll. Die Überwachungskameras zeigen, wie Ofarim am Hotel ankommt, sich am Schalter einreiht und zunächst noch geduldig wartet. Da hat man das gerade übrigens auch besser gesehen. Ja, schade, dass wir nicht auf YouTube sind, da könnte ich immer so springen. Ich mache mal so ein bisschen. Da, hier sieht man es. Ja, warte, wir können noch ein bisschen. Na, da, also man sieht auf jeden Fall keine Kette. Ofarim steht dann schon eine ganze Weile in der Schlange, als plötzlich zwei Herren, die hinter ihm in der Schlange stehen, einen Hotelmitarbeiter fragen, ob sie schon einchecken können, weil ihre Karten bereits vorbereitet am Schalter liegen. Und der Hotelmitarbeiter entscheidet daraufhin, tatsächlich wohl den beiden ihre Karten zu bringen, weil sie sind Stammgäste. Das heißt, die technischen Probleme, die es an dem Abend im Hotel gibt, betreffen die beiden gar nicht, weil alles schon vorbereitet ist und sie direkt auf ihre Zimmer gehen können. Das ist mutmaßlich der Moment, in dem Ofarim getriggert wird. Als er wenig später an der Reihe ist... Also, da waren Stammgäste, die das Problem halt nicht betroffen hat, weil die mit ihren Karten immer da reinkommen. Es war ein Problem halt an der Kasse, dort gab es technische Probleme. Und die hinter Ofarim standen, die Stammgäste, wurden dann vorgezogen, hier, ihr könnt schon durch. Und das hat ihn höchstwahrscheinlich dann getriggert in dem Moment, dass er sich darüber aufgeregt hat. Ey, was ist das denn? Warum werden die hier vorgelassen? Sieht denn keiner hier den Weltstar stehen, ja? Der normalerweise überall erkannt wird und dem man normalerweise durchwinkt. Was jetzt folgt? Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Lässt er am Schalter seinem Frust offenbar freien Lauf. Man kann hier auf dem Video auch ganz deutlich sehen, wie er an einer Stelle die Hände von oben nach unten so ineinander klatscht. Das ist der Moment, in dem er laut Zeugenaussagen gesagt haben soll, das geht dann viral, bam, bam, bam. Ofarim selbst bestreitet, dem Hotelpersonal mit einem negativen Posting und seiner digitalen Reichweite gedroht zu haben. Allerdings gibt es mehrere Zeugen, die genau das laut eigenen Angaben gehört haben. Man kann auf den Aufnahmen dann auch relativ deutlich sehen, dass während des Streits zwischen Ofarim und Markus W. einige andere Leute in unmittelbarer Nähe sind. Nicht nur Sophie G., eine Werkstudentin, die Kollegin ist von W., sondern auch am benachbarten Schalter zwei andere Gäste, die zeitgleich einchecken, eine Betriebsrätin und ihr Kollege. Die Betriebsrätin selbst hat dann später in ihrer Befragung auch gesagt, sie sei ja selbst dafür verantwortlich, sich für die Interessen anderer Menschen einzusetzen. Und hätte sie mitbekommen, dass Ofarim tatsächlich auf diese rüde Art und Weise antisemitisch beleidigt worden wäre, dann hätte sie auf jeden Fall etwas gesagt und eingegriffen. Vollkommen klar. Das hätte wohl jeder von uns getan. Wenn dort wirklich jemand rassistisch oder antisemitisch angegangen worden wäre, hätte jeder sich dafür eingesetzt und gesagt, hör mal, so aber nicht, und denjenigen dann des Hotels verwiesen, der denjenigen, ja sag ich mal, antisemitisch angegangen wäre. Das mal dazu. Und jetzt sehen wir ja, er platziert sich direkt vor dem Hotel und fängt sofort an, eine Story zu machen. Das sieht man hier, von wo die Kamera jetzt ist, keine Ahnung, welche Überwachungskamera den da filmt. Und das ist dann der Moment gewesen, wo er sich dahin platziert und dann sofort seine Story macht. Die Überwachungskameras zeigen auch, wie Ofarim anschließend vor dem Hotel das Video aufnimmt, über das bald auch CNN und New York Times berichten. Das Bittere an der ganzen Angelegenheit ist, dass das Thema Antisemitismus in Deutschland ein so wichtiges ist und Ofarim ja möglicherweise auch selbst schon von Antisemitismus betroffen war. Mit diesem Vorgang jetzt aber hat er der wichtigen Debatte über Antisemitismus in Deutschland ganz offensichtlich einen ziemlichen Bärendienst erwiesen. Das ist ja das, was ich auch schon auf Telegram gesagt habe. Ich habe gesagt, dass Ofarim dadurch tatsächlich Menschen geschadet hat, die wirklich unter diesen Dingen zu leiden haben. Ja, die wirklich unter Rassismus, unter Antisemitismus etc., die da wirklich drunter zu leiden haben, weil das gibt es ja wirklich. Fremdenfeindlichkeit oder sonst irgendwas gibt es ja auf dieser Welt. Gibt es übrigens nicht nur in Deutschland, auch wenn das einige Grünwähler nicht wahrhaben wollen, aber das gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch überall auf der Welt. Und was er da gemacht hat, das ist eigentlich ein, ja, ich sag mal, Faustschlag für jeden, der darunter betroffen ist, ins Gesicht. Aber volle Pulle, ohne Vorwarnung. Direkt nach dem Vorfall zeigte er den Hotelmitarbeiter W. wegen Volksverhetzung an. Der wiederum erstattete Anzeige gegen den Musiker wegen Verleumdung. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft nach langen Ermittlungen entschieden. Ja, man sieht es ja hier auch. Ja, gucken wir noch mal ganz kurz drauf. Man sieht ja hier auch,
Ne, also der Hotelmitarbeiter, der ist dann höchstwahrscheinlich zu Ufarim gegangen, aufgrund seines Verhaltens, was er da ja an den Tag gelegt hat. Wir haben es ja aus der anderen Perspektive gesehen. Und da ist höchstwahrscheinlich dann der Hotelmitarbeiter zu ihm gekommen, um mit ihm zu reden, um ihm halt zu fragen, was genau sein Problem ist. Und man versucht ja am Anfang erstmal auf ihn einzugehen, zu sagen, hör mal, wo liegt dein Problem? Wir können das doch regeln und so. Und man sieht ja anhand der Reaktion von ihm, wie er drauf war, dass er erstmal seinen Arm ausgestreckt hat. Wir schauen uns hier uns das nochmal an. Der wiederum erstattete Anzeige gegen den... Hier, diese Geste, bleib bloß fern von mir, halte Abstand und ja, dass er nicht zu einem Dialog bereit war. Musiker, wegen Verleumdung. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft nach langen Ermittlungen entschieden, wie sie damit umgeht. Das eine Verfahren wegen Volksverhetzung wird eingestellt und Ufarim wird angeklagt und muss sich vermutlich dann vor Gericht verantworten. Das war der Bericht über die Sache Ufarim und das Hotel, was angeblich ihn antisemitisch beleidigt haben soll und wo dadurch so eine unfassbare Debatte zustande gekommen ist. Und da will ich, wie gesagt, noch ein paar Worte zu verlieren. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, diese ganzen Menschen, die vor das Hotel gegangen sind, ja, die da hingekommen sind und die dann wirklich sich solidarisch mit ihm zusammen dorthin gestellt haben. Also ganz ehrlich, die müssen sich doch jetzt total bescheuert vorkommen, oder? So muss man doch wirklich ganz offen und ehrlich sagen. Ja, aber was mir jetzt hier an der Stelle fehlt, ist einfach, wo bleibt jetzt bitte der Aufschrei? Und da finde ich, wird es leider wieder mal in Deutschland mit zweierlei Maß gemessen. Und ich bin jemand, wo Ungerechtigkeit ist, da zeige ich auch hin. Wir haben hier jetzt eine verdammt große Ungerechtigkeit gegenüber diesem Hotel erfahren. Das Hotel hat nicht nur einen totalen Rufschaden davon getragen, es wird auch aufgrund der schlechten Presse höchstwahrscheinlich auch einen unfassbar wirtschaftlichen Schaden davon getragen haben. Wo ist jetzt die Solidarität der Menschen, die sich da vor das Hotel gestellt haben, für Ufarim, die sich jetzt vor das Hotel stellen und sich solidarisch mit diesem Hotel zeigen und sich ganz öffentlich bei diesem Hotel entschuldigen? Wo bleibt da jetzt bitte der Aufschrei? Und das fehlt mir in Deutschland. Es ist in Deutschland scheinbar immer nur, wenn es um Skandale geht, irgendwie immer nur eine Einbahnstraße. Wenn es denn aber nicht so ist, ja, wie es am Anfang dargestellt worden ist, dann sind meiner Meinung nach die Massenmedien immer ganz kleinlaut. Und das kotzt mich ehrlich gesagt in Deutschland an. Ich hoffe von Herzen, dass dieses Hotel sich wieder wiederholt und deswegen werde ich es auch auf YouTube hochladen. Ich hoffe, dass die Menschen das sehen und dass ich vielleicht dazu beitragen kann, dass es dem Hotel wieder besser geht. Ja, ich meine, gut, ich werde da nicht die größte Reichweite haben, aber trotzdem, dass die Leute einfach sehen, was dort gelaufen ist. Und ich hoffe, ja, wenn sich denn jetzt auch zu 100% rausstellt, die Anschuldigungen, die wurden ja fallen gelassen, also die Ermittlungen besser gesagt von der Polizei und jetzt ermitteln sie ja gegen Ufarim und wenn er wirklich zu 100% eine Falschaussage getätigt haben sollte, hoffe ich, dass er dafür maximal bestraft wird, denn sowas geht nicht, denn wo kommen wir denn hin, wenn wir einfach irgendwelche Leute für irgendetwas beschuldigen, was sie niemals getan haben und ich hoffe auch, dass zukünftig genau drauf geschaut wird, bevor solche Sachen, ich sag mal, in irgendwelche solidarischen Dinge umschwappen, ja, und sofort wieder ein riesen Shitstorm via Instagram oder Twitter entsteht, dass man erstmal sich beide Seiten anhört, denn das fehlt mir nämlich in Deutschland schon seit Jahren, man hört sich nie beide Seiten an. Es wird immer geurteilt, ohne dass man mal die andere Seite hört. Ja, und sofort setzt man sich in Bewegung, sofort geht der Shitstorm los oder sonst irgendwas. Und das finde ich einfach widerwärtig, wie es heutzutage hier wirklich auch digital vor allen Dingen abgeht. Einer macht vermeintlich irgendwas und sofort stürzen sich die Leute auf ihn. Und da sollte man sich wirklich mal die Frage stellen, ob die Gesellschaft nicht erstmal einen Gang zurückschalten sollte, sich beide Seiten anhört und dann urteilt.